Testspiel Nummer 5 für Union Berlin in der Vorbereitung auf die anstehende Spielzeit 2022-23. Das Team von Urs Fischer traf im Rahmen seines Trainingslagers in Österreich auf den tschechischen Erstligisten Dynamo Budweis. Nach 3 Siegen und einer Niederlage bislang möchte Union natürlich anknüpfen an die bisherigen Resultate und vor allem eine gute Leistung zeigen. 7. Spielminute, Union traditionell in Rot und Weiß, von rechts nach links im Durchgang 1 mit einer ersten Möglichkeit. Genki Haraguchi, der japanische Nationalspieler, verpasst. Dann der Sprung auf die Gegenseite. Lennart Grill heute im Tor macht seinen eigenen Fehler wieder gut und verhindert einen Rückstand. Knappe halbe Stunde gespielt. Kapitän Christopher Drimmel mit der Vorarbeit und Kevin Behrens, der 31-jährige Mittelstürmer, mit einem Kopfballabschluss. Etwas Präzision fehlt in dieser Situation. 33. wieder Haraguchi, Riesenmöglichkeit. Und er scheitert am Keeper von Dynamo Budweis, David Zsiposch. Etwa 500 Union-Fans mit dabei in Neunkirchen am Großvenediger in Österreich. Dann das Tor in der 37. Spielminute. Paul Seguin mit einem sehenswerten Distanzschuss und der Führung für Union Berlin. Wird nicht angegriffen, zieht einfach mal ab und Zsiposch hat das Nachsehen. Schönes Tor vom Neuzugang von Kreuzer Fürth. Einen haben wir noch vor der Pause. Nachspielzeit, Durchgang 1. Vogelsammer zieht einfach mal ab. Letztlich etwas zu zentral. Zsiposch, der slowakische Keeper, auf dem Posten. Halbzeit 1:0, verdiente Führung für Union. Das Ganze malerisch gelegen. Neunkirchen am Großvenediger, der Schauplatz des Geschehens. Rein in die zweite Spielhälfte. Budweis wechselte dreifach zur Pause. Union kam erst einmal unverändert aus der Kabine. Wieder Haraguchi, der Pfosten steht dem Treffer des japanischen Nationalspielers im Wege. Spielminute 70. Union weiterhin am Drücker. Spielbestimmend, von Budweis kam relativ wenig. Andreas Vogelsammer per Kopf knapp vorbei am linken Zeug. Gut 10 Minuten noch bis zum Ende der Partie und die beste Möglichkeit in der zweiten Spielhälfte für Budweis. Der zur Pause eingewechselte Tomáš Zajíc verpasst. Im Anschluss ist Feierabend in Neunkirchen. Union gewinnt das 5. Testspiel mit 1:0 gegen Dynamo Budweis. Der 4. Sieg also im 5. Testauftritt. Morgen geht es bereits weiter am Samstag, den 16. Juli, gegen Udinese Calcio. Das Ganze in Lienz. Herr Böhni, das erste Testspiel im Trainingslager ist rum, auch so ein bisschen Halbzeit. Was ziehen wir denn für ein Fazit nach diesem Spiel? Ich glaube, viele gute Erkenntnisse. Wir hatten in den letzten Tagen natürlich sehr, sehr intensiv trainiert, konnten in den letzten Tagen auch im mannschaftstaktischen Bereich sehr, sehr viel einstudieren. Viele Dinge wurden schon sehr, sehr gut umgesetzt. Einige Dinge laufen natürlich noch nicht so. Ich glaube, dass wir uns viele Torchancen erarbeitet haben, aber die Ausbeute war heute nicht allzu doll. Aber wir haben noch ein bisschen Zeit. Wichtig war, dass wir viele Spielminuten den Jungs geben konnten heute und von daher ein gelungener Test. Diese Torchancenausbeute, das hatten wir so ein bisschen auch beim Spiel gegen Dublin. Legt man da jetzt nochmal speziell auch so ein bisschen Fokus drauf? Ja, sicher. Also wir müssen, glaube ich, in allen Bereichen uns noch steigern, sowohl in der Defensive als auch in der Offensive. Die Abläufe müssen vor allen Dingen die neuen Spieler noch erstmal adaptieren und wir geben ihnen die Zeit. Und wir hatten jetzt in den letzten Tagen wirklich sehr, sehr gute Einheiten. Man sieht, dass ein bisschen was zusammenwächst und wir brauchen noch Zeit, definitiv. Es flutscht noch nicht so, wie wir uns das gerne wünschen, aber das ist auch völlig normal. Okay. Dankeschön. Gerne. Herr Paul, erstes Testspiel im Trainingslager, 1:0 gewonnen gegen Dynamo Budweis. Sah nach einem sehr körperlich betonten Spiel aus. Ja, ich denke, so eine Tschechen, die sind einfach immer ganz schöne Kanten. Da muss man gut dagegen halten. Ich denke, das haben wir gemacht. Die Beine waren natürlich etwas schwer heute, aber ich denke, die Bereitschaft war da, alles zu geben. Und von daher, wir haben 1:0 gewonnen.
zu Null gespielt. Natürlich war noch nicht alles perfekt. Wäre auch schlimm, wenn es so wäre. Und ja, von daher alles gut. Wie sehr hilft da, wenn man so müde Beine hat, so ein schönes Tor zu schießen? Ja, hat mich natürlich gefreut. Da muss ich einfach öfter in die Situation einfach kommen. Ich will da versuchen, auch dran zu bleiben. Ich glaube, ich habe einen ganz guten Schuss und habe mich gefreut, dass er heute reingegangen ist. Und freut mich. Heute ist Bergfest im Trainingslager. Was siehst du für ein Fazit bis jetzt? Boah, Bergfest? Was? Hälfte ist rum. Ach so, okay. Ja, ich denke, jetzt können wir auch mal einen Tag die Beine hochlegen, ein bisschen regenerieren. Dann haben wir Samstag unseren Mannschaftsabend. Montag geht es dann wieder voll los. Und dann geht die Saison auch schon bald los und wir freuen uns schon drauf. Top, danke schön, mein Lieber. Gerne. Ja, Vogi, Testspielsieg gegen Budweis. Was hat denn der Trainer euch vorher gesagt? Was war die Anweisung vor diesem Testspiel hier im Trainingslager? Ja, dass wir unser Gesicht zeigen sollen, dass wir Gas geben sollen, dass wir Spaß haben sollen. Unser Spiel aufziehen. Auch gewisse taktische Dinge noch, die wir umsetzen sollen. Du sprichst von Spaß, das war aber trotzdem eine sehr, sehr körperliche Partie. Kann das auch Spaß machen? Kann auch Spaß machen, ja. Gehört auch dazu. Ich glaube, wir wussten, was auf uns zukommt. Deswegen muss man da dagegenhalten. Aber ich glaube, das Dagegenhalten haben wir ganz ordentlich gemacht. Wir haben jetzt die Hälfte vom Trainingslager rum, Bergfest sozusagen. Kleines Zwischenfazit von dir? Ja, ich glaube, wir arbeiten hart und gut. Klar gibt es noch ein, zwei kleine Baustellen, an denen wir arbeiten müssen, damit wir gewappnet sind für das erste Spiel. Da haben wir noch ein bisschen Zeit. Da heißt es jetzt noch in den nächsten Trainingseinheiten einfach das umzusetzen, was der Trainer will und unsere Automatismen besser reinbringen. Dankeschön. Gerne.